Okay. Stopp! Hi, ich bin Leonie, ich bin 15 Jahre alt und ich werde 2016, 2017 ein Auslandsjahr in den USA machen. Dort werde ich dann für 10 Monate in einer Gastfamilie wohnen und auf eine öffentliche Highschool gehen. Und ja, ich komme aus Wuppertal. Das ist in NRW, in der Nähe von Köln und Düsseldorf. Ich denke mal, das sagt euch was. Und ich gehe zurzeit in die 9. Klasse eines Gymnasiums hier und werde, wenn ich dann wiederkomme aus den USA, in die 10. Klasse gehen, also die 10. Klasse wiederholen. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Meine Organisation ist EF, das steht für Education First. Auf die bin ich gekommen, weil ich mit meinen Eltern auf der Jugendbildungsmesse war. Da stellen sich ja dann alle Organisationen vor, also es gibt so viele einfach und es war echt schwer sich zu entscheiden, aber dann haben wir uns halt letztendlich für EF entschieden, weil die keine Partnerorganisation in Amerika haben, sondern die haben halt, sind halt persönlich vertreten und das fanden wir eigentlich richtig gut, weil die sind halt auch eine der größeren Organisationen. Das war das echt nicht so einfach. Und deswegen haben wir uns dann halt für die entschieden und ich bin super zufrieden mit denen. Die beantworten uns alle Fragen, kann bei denen eigentlich Dauer anrufen, was wir eigentlich auch machen. Aber die sind anscheinend nicht genervt. Noch nicht. Das kommt, glaube ich, noch. Aber ja, die sind halt immer sehr nett und so. Ja, und ich bin echt froh, dass wir uns für diese Organisation entschieden haben. Ich kann euch ja mal den Link für meine Organisation! Oh, dieses Wort! Ich kann euch ja mal den Link für meine Organisation in die Infobox down below packen. Das ist natürlich immer vorteilhaft, würde ich mal sagen. Ich juck das. Okay. Warum mache ich diesen Kanal? Also ich mache einen Kanal erstmal für mich. Und weil ich zu faul bin, einen Blog zu schreiben. Dann für meine Familie, für meine Freunde, für andere Austauschschüler, vielleicht für auch zukünftige Austauschschüler, die sich gerne meine Reise angucken wollen würden. Was? Und für andere Menschen da draußen, die gerne meine Reise verfolgen würden. Ja. ich weiß auch schon, wohin es für mich geht. Und zwar gehe ich nach Kalifornien. Oh mein Gott, ey, ich komme einfach nach Kalifornien. Ich komme einfach 20 Minuten entfernt von San Diego. Komme ich hin. Das ist auch eigentlich, das ist halt ganz unten im Süden von Kalifornien, an der mexikanischen Grenze und da, wo halt meine Stadt ist, die heißt Chula Vista. Die ist, glaube ich, eine 250.000 Einwohnerstadt oder so, also wirklich eine relativ große Stadt. Und die ist einfach irgendwie 10 Minuten vom Strand entfernt. Ich denke so, hallo Leute, 10 Minuten vom Strand. Keine Ahnung, ich freue mich da einfach so mega darauf, dorthin zu kommen. Also, das sind auch nur noch 3 Monate. Und ja, das ist einfach so krass, dass ich einfach da bin. Jetzt fängt es an zu regnen. Während ich mein Video drehe. Euer Ernst? Euer Ernst? Ja, aber ich denke mal, das war es auch schon für mein Video. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr sagen. Eigentlich kann ich auch jetzt nicht mehr sagen, weil es anfängt zu regnen. Und ich ein Schrägdach habe und das ist nicht so vorteilhaft. Aber naja. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Das würde mich auf alle Fälle sehr, sehr freuen. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar schreiben oder Feedback geben oder irgendwie sowas. Das würde mich eigentlich, ja, unglaublich freuen. Und wenn ihr meine Reise verfolgen wollt, könnt ihr ja auch vielleicht auf den Abonnier-Button klicken, wenn ihr wollt. Und ja, ich denke, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!